Komplementärberatung ist für uns die Zusammenführung der fachlichen Seite, dass wir Menschen, Unternehmen unterstützen wollen, inhaltlich sich weiterzuentwickeln, um zukunftsfähig zu bleiben, um sich auf die Zukunft vorzubereiten. Das ist die inhaltliche Seite. Und komplementär die Prozessseite zu ergänzen. Das heißt, wir wollen den Menschen helfen, selbst auf die Antworten zu kommen auch, also Prozesse zu gestalten, wo sie selbst dahinter kommen, auch was ist eigentlich unsere Zukunft, wie wollen wir es gestalten, und an Punkten, wo wir glauben, dass sie kompensatorisch Hinweise brauchen, Entwicklungsschritte brauchen, gehen wir rein mit fachlichen Inputs und unterstützen sie, dass am Ende sozusagen aus, wir sagen so schön, aus 1 und 1 mehr als 2 wird. Ganz konkret heißt es, dass wir auf der einen Seite die betriebswirtschaftliche Seite uns angucken, dass wir Prozesse optimieren, dass Unternehmen effizienter werden. Und trotzdem glauben wir, dass es nur geht, wenn wir Transformationsprozesse machen, wo auch die Haltung der Menschen sich mit verändert in Richtung der strategischen Ausrichtung. Es geht nicht das eine ohne das andere. Ich persönlich glaube sogar, wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich eher an der menschlichen Haltung arbeiten in dem Transformationsprozess und dann erst an der betriebswirtschaftlichen Ausrichtung. Weil das beste Modell, das beste Geschäftsmodell ist aus meiner Betrachtung nichts wert, wenn die Menschen, die es umsetzen sollen, nicht es mit einer Haltung tun, dass sie es mit Freude tun, mit Spaß tun und auch an diese Zukunft gemeinsam glauben auch. Das ist eine spannende Perspektive. Am Anfang sind unsere Kunden eher ein bisschen irritiert von uns und überrascht auch. Sie sagen, Dankbarkeit, also eher die Freude an dem gemeinsamen Arbeiten entsteht eher am Ende eines Prozesses, indem sie einfach ernten und merken, dass diese Arbeit, die am Anfang vielleicht nicht so schnelle Quick Wins, wie es Neudeutsch so schön heißt, hervorbringt, dass sie aber sehen, dass sie nachhaltig mit ihrer Haltung viel verändern, was auch noch nachwirkt, wenn wir schon längst raus sind. Wir versuchen uns möglichst schnell auch wieder überflüssig zu machen, also dass wir das System in die Lage versetzen, selber diese Dinge weiter zu bearbeiten, die wir mit ihnen angelegt haben. Und manchmal kommt am Ende dann auch Dankbarkeit.